Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder eine frisch gepresste Ausgabe für euch mit frisch gepressten Themen. Ein Thema ist zum Beispiel, Airbus A350 muss zur Inspektion, weil die Triebwerke in die Wartung müssen. Da gibt es ein Problem mit der Zapfluft. Wir haben dann bei Boeing vielleicht freudige Nachrichten. Turkish Airlines will wohl 787 und 777X nachbestellen. Dann haben wir als Thema Edelweiß-Piloten, die mit dem Tarifvertragsverhandlungen auch nicht zufrieden sind. Die sind einfach rausgegangen. Flughafen Palma wird wohl ein Müllproblem bekommen, wenn man sich da nicht einigt. Dann haben wir als Thema Austrian Airlines. Ja, es gibt dort die Gerüchteküche, dass die 787 weggehen sollen. Und sind da nicht gerade 787 in Bambu-Lackierung gelandet? Vielleicht werden die gar nicht umlackiert. Also auch Entlassungen stehen im Raum. Ich gucke mir das Ganze an, habe da Infos bekommen aus der Community, danke dafür. Dann Swiss-Flüge werden nicht ausgebaut nach Tel Aviv wegen Angst der Crew. Dafür wird aber von Austrian Airlines trotzdem weiter nach Teheran geflogen, im Gegensatz zur Lufthansa, weil man ein Sondersicherheitskonzept eingeführt hat, wo man den Flug sicher gestaltet für die Crews. Also dafür gehen wir mal in die nächste Runde mit Delta jetzt erstmal. Delta hat lustigerweise ja so komische Zonen eingeführt beim Boarding. Man hat da nicht so 1, 2, 3 oder so gemacht. Das war 2018, wenn ich es richtig im Kopf habe. Jetzt gehen wir wieder zurück und möchte das auf Zonen führen. Gucken wir uns auch genau an. Ihr seid wie immer dran, an dieser Stelle den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, zu abonnieren. Eine Kanalmitgliedschaft würde ich mich auch darüber freuen. Und die Nummer, wenn ihr Fragen, Sorgen, Ängste oder Nöte habt. Und schon sind wir wieder in der Sendung. 1 Minute 58. Alle Airbus A350 müssen zur Wartung. Nicht, dass jemand sagt, ich würde nur was schreiben, wenn es um die Boeing-Jungs geht, sondern auch bei Airbus. Bei Airbus ist es wie folgt. Bei Airbus ist es so, dass alle Airbus A350, also alle 350, 900, aber auch Tausende zur Wartung müssen, weil in den Triebwerken gibt es ein T-Stück, da gibt es eine Lufttüchtigkeitsanweisung der FAA, die auch von der EASA jetzt übernommen worden ist, und zwar ein T-Stück, das ist ein T-Verteiler, und der hat eine mögliche kürzere Lebensdauer aufgrund einer Fertigungsnorm und Fertigungsweise, die man eigentlich bei dem Triebwerk nicht hätte haben sollen, um eine längere Lebensleistung zu haben. Aber wichtig ist, dass der Qualitätsverlust in der Produktion bei einem Zulieferer von Rolls-Royce passiert ist. Also jetzt nicht unbedingt so bei Airbus, aber trotzdem. Ich kann ja mein Beispiel jetzt nicht wieder nehmen, weil Mercedes anscheinend seine Getriebe selber herstellt. Aber jetzt nehmen wir einen Autohersteller XY und ihr kauft das da und da ist dann halt das ZF-Getriebe kaputt, was auch ein sehr gutes Getriebe ist, aber was passieren kann, dann seid ihr ja auch nicht bei Friedrichshafen bei ZF und sagt, was habt ihr gemacht, sondern ihr seid bei dem Höker XY und sagt, das Auto fährt nicht. So ist das auch hier und es ist einfach so, dass es natürlich in den Zapflusssystemen zu Rissen und auch zu Lecks damit kommen kann, heißt also auch Probleme bereiten kann. Und interessanterweise ist es so, dass Airbus gesagt hat, übrigens auch die Lufthansa 350 mussten in die Wartung, dass mindestens 5700 Flugzyklen geflogen werden können mit den A350-900, aber mit den 1000er können sogar 8200 Flugzyklen geflogen werden. Also heißt nicht, dass das Ding jetzt morgen zerbröselt, aber da muss man sich das angucken. Es geht um die Triebwerke XWB-84 und XWB-97 und alle Flugzeuge. Ihr könnt ja dazu schreiben, was ihr davon haltet. Airbus hat auch 350er, muss man der Ehrlichkeit schon. Turkish Airlines hat auch Airbus A350er, aber sie sagen, sie wollen jetzt keine 350er. Sie haben genug anscheinend bestellt. Sie wollen jetzt Boeing 787 und 777X wollen sie haben. Sie interessieren sich für die Flugzeuge. Und man hatte ja 150 A321neos, 60 A350, 915 A350-1000. Und 350F und Optionen auf 525 weitere Flugzeuge bei Airbus geschaltet. Und jetzt geht man bei Boeing auf die Jagd. Und da ist es so, dass man dort wirklich noch mehr Flugzeuge haben will. Man sicherte sich ja auch 25 weitere 787 Dreamliner, also 9er, auf dem Leasingmarkt
damit man da auch das Flottenwachstum haben kann. Wir wissen ja alle, dass die dieses ambitionierte Ziel haben, innerhalb der nächsten 9 Jahre, ist ja mittlerweile, quasi vom letzten Jahr bis diesem Jahr 10 Jahre zu verdoppeln. Und das ist natürlich relativ eine krasse Nummer. 800 Flugzeuge bis 2033 anstatt der 400, die man jetzt hat, also 440. Der Reingewinn 2023 auf 2,9 Millionen US-Dollar ist gesteigert worden und unterm Strich blieben bei der Airline sogar 6 Milliarden US-Dollar hängen. Also das heißt, bei Türkisch hängt der Haussegen nicht schief. Die machen Knete, die haben Spaß daran. Könnt ihr auch sagen, ob ihr Türkisch toll findet oder nicht, wie ihr zu der Fluggesellschaft steht. Kommentiert es einfach unten. Ich finde es immer schön, mit euch im Dialog zu sein. Ich habe auch alles beantwortet. Jo. Dann haben wir noch einen Nachschlag von gestern und zwar, das wollte ich auch noch mal kurz bringen, und zwar war das das Thema aus dem Österreichischen, was Frotzeln heißt, und da hat uns Jörg einen Hinweis gegeben. Na, nun gut, er hat ja die Königin zu Hause, die ist ja aus dem Alpenland und sie hat ihm das wahrscheinlich übersetzt, österreichisch-deutsch. Und das heißt ganz genau, eher wie Piesacken oder Triezen auf die Schippe nehmen. Das war im Kontext mit dem Personal von Austrian Airlines, die halt gesagt haben, sie werden von der Geschäftsleitung gefrotzelt. Aber bleibt dran, es kommt am Ende noch etwas von Austrian, wo wir so ein bisschen was haben, was auch interessant ist. Da geht es um die Gerüchteküche in und um Wien, was erklärt, warum die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter anscheinend so auf der Palme sind. Wir haben dann das Thema auch hier mit Edelweiss. Edelweiss ist ja eine Fluggesellschaft, die Qualitätsfluggesellschaft ist. Lustigerweise, ich bringe das immer wieder, ist das so, dass ja die Edelweiss sogar besser bewertet worden ist als die Swiss. Und das will was heißen, denn die Swiss ist schon eine Benchmark. Und zwar ging es da um den Flug, der eine Umlauf nach New York ist mit der Swiss geflogen worden, der zweite mit der Edelweiss. Und der zweite ist halt in der Customer Satisfaction besser gewesen. Aber jetzt ist es so, dass die Customer Satisfaction bei den Edelweiss-Piloten nicht da ist oder auch die Pilot Satisfaction. Und die haben halt einfach gesagt, sie wollen eine bessere Planbarkeit ihres Soziallebens haben, sind aber jetzt vom Verhandlungstisch aufgestanden und sind gegangen. Haben gesagt, nee, nee, da haben wir keinen Bock mehr drauf. Anscheinend fühlen sie sich auch gefrotzelt. Deshalb habe ich das auch eben gebracht, wie der Österreicher es sagt. Und man ist mit dem Verlauf nicht zufrieden. Deshalb ist es so, dass die Kernforderungen natürlich dort immer noch im Raum stehen, von der Swiss anscheinend oder von der Edelweiss nicht adressiert werden. Edelweiss, und das ist ein Zitat, Edelweiss hat sich bisher kaum verhandlungsbereit gezeigt und ist nicht gewillt, den berechtigten Wünschen ihrer Pilotinnen und Piloten nachzukommen. Das ist die Aeropers, das ist die Gewerkschaft, das hat sie gestern mitgeteilt, am gestrigen Donnerstag. Somit droht ab dem 1.7.2024 der vertragslose Zustand. Vertragsloser Zustand heißt ja auch, dass so etwas natürlich ein Problem ist, weil man ehrlicherweise sagen muss, vertragslos heißt auch, dass man nicht fliegt. Also das heißt, dass da durchaus dann Bedrohungspotenzial gibt für Streikausfälle. Die Piloten verweisen natürlich auf die gute wirtschaftliche Lage der Swiss-Schwester-Airline. Und man hat eine EBIT-Marge von 8,5% im Lufthansa-Kern, die nach Lufthansa die zwei erfolgreichste Airlines ist. Also das heißt, Swiss ist erfolgreich, dann kommt Edelweiss und dann kommen alle anderen. Und daran sieht man halt, wie die Benchmark da ist. Aber man will halt nichts zahlen an dieser Stelle. Wer auch, ups, da muss ich das Bild wegmachen. Mensch, Jörg, sorry. Guckt man auf den Kontrollbildschirm, erschreckt sich, was hat man da eingestellt? So, weg ist es jetzt. Dann haben wir als Thema Flughafen Palma de Mallorca. Die haben wohl ein Müllproblem, nicht weil die Leute zu viel Müll machen, sondern weil die Leute, die den Müll hinter uns wegräumen, streiken wollen. Und die sagen ganz einfach, dass es dort halt von der Gewerkschaft auch die Putzkräfte sich mehr Lohn versprechen. Heißt also, dass man dann, wenn man ankommt oder abfliegt am Flughafen, halt leere Mülleimer, sag ich schon, keine leeren Mülleimer mehr findet, sondern volle Mülleimer findet. Und die Arbeitsniederlegung soll am 27. April sein. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Heißt also, man kann sich noch einigen, kann da halt wirklich gucken, ob man da vielleicht eine Lösung findet innerhalb der nächsten 14 Tage. Das ist ja auch eine gute Sache, wenn man da sagt, dass man da dann zumindest genug Vorlauf gibt. Und vielleicht ist das so, dass man da,
dem Unternehmen auch die Möglichkeit gibt, die unterschrittene Mitarbeiteranzahl, also das heißt, man hat eine Mindestanzahl an Arbeitnehmern, die am Flughafen arbeitet, die ist einen Tag unterschritten. Und es sind auch mehrere Stellen ersatzlos gestrichen worden. Das wird bemängelt. Und weiter, es gibt keine Urlaubsvertretung. Heißt also, man hat einfach Personalmangel, man arbeitet da spitz auf Knopf und wie heißt das andere? Ziemlich eng genäht. Auf Kante genäht, glaube ich, heißt das. Genau. Und dann ist es so, dass der Flughafen nach Angaben der Gewerkschaft ein neues System eingeführt hat, mit dem Putzkräfte sogar geortet werden können, um ihre Produktivität zu kontrollieren. Ja gut, ja, was soll ich dazu sagen? Ich war auf dem Flughafen in Los Angeles und da habe ich auch Putzkräfte gesehen, die sich dann irgendwo in die hinterletzte Ecke verkrümelt haben, ihre Pause gemacht haben, aber das ist vielleicht eine Pause, die ihnen zusteht. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, wenn man da so kontrolliert wird mit GPS oder sowas, das ist dann schon doof. Aber es gibt ja überall Kameras, also insofern kann man verstehen. In der drei Schichten morgens, mittags, nachts wollen die Putzkräfte nun an den drei genannten Wochentagen je 4 Stunden streiken. In der restlichen Zeit werden wir kaum unser Pensum schaffen. Es ist daher mit Müllbergen am Flughafen halt zu rechnen. Damit ihr es wisst, wenn ihr in Palma ankommt oder abfliegt, und es wird ja jetzt auch relativ schön auf Malle. Wo es auch relativ schön ist, ist in den USA, das habe ich ja eben gesagt, und bei Delta Airlines oder auch bei Fluggesellschaften in den USA ist dieser Fetisch nach den Boardinggruppen relativ stark. Da werden ja Leute immer zusammengeschissen und ihr habt ja auch von dem Rempler gehört, wo auch jemand sehr statusbewusst gesagt hat, du gehörst hier nicht hin, was natürlich definitiv ein Verhalten ist, das wir nicht gutheißen. Und jetzt ist es so, dass man 2019 war es, hat man die nummerierten Boardinggruppen, also 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter, ersetzt. Und die Boardinggruppen, die die Delta gemacht hat, nannten sich dann lustigerweise Delta One, Delta Premium Select, First Class, Delta Comfort, Sky Priority, Main Cabin, 1, 2, 3 und Basic Economy. Also, dass man haargenau weiß, in welcher Hackordnung man ist. Und das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Gruppen. Also da ist dann für Spaß gesorgt. Das Einsteigen sollte damit vereinfacht werden, hat aber anscheinend mehr Konfusion gesorgt, weil gut, ich sag mal so, 1, 2, 3, 4 ist viel einfacher. Und man nehme die Unbedingungen vor, um den erworbenen Markentarif wiederzuspiegeln, wobei die Kundentreue weiter im Vordergrund steht. Das war das, was man damals wollte. Also das heißt, man wollte dann quasi die Tickets irgendwie da so reinkriegen. Aber es ist einfach dann so, dass das jetzt nicht wirklich geklappt hat. Und jetzt ist man mit der Argumentation ab 1. Mai unterwegs, man möchte mehr Klarheit. Gut, hätte man immer sagen müssen. Um Kunden mehr Klarheit über die Einstiegsreihenfolge zu verschaffen, künftig gibt es also Zonen 1 bis 8. Und die Reihenfolge dahinter bleibt immer dieselbe, nur wenn es vorher 9 Gruppen gab und jetzt nur 8 Gruppen gibt. Ich weiß es nicht. Ihr könnt selber schreiben, was das ist. Und Sky Priority wäre dann zum Beispiel Zone 4 oder halt Zone 1 wäre dann wohl wahrscheinlich Delta One oder sowas. Ich weiß nicht, was wegbleibt. Da könnt ihr dann auch eure Meinung zu sagen zum Boarding. Ich weiß, dass ihr da immer sehr vocal drüber seid und wie ihr da ja, zu dem Thema steht. Wir haben ein Thema wieder mit der Austrian. Da geht es darum, wie die Austrian sich darum kümmert, wie man nach Teheran fliegt. In nach Teheran ist es ja so, da hatten wir ja gestern gesagt, dass die Lufthansa die Flüge einstellt, zumindest bis Samstag, aus Sicherheitsgründen. Man hat da auch eine Militärübung angesetzt, Lufträume gesperrt und so weiter und so fort. Und man weiß auch gar nicht, wie das Teheraner Regime auf die Angriffe der Botschaft in Syrien, Damaskus, glaube ich, war es, reagiert, weil man ja sagt, das wäre israelisch und dann will man mit Israel und so weiter. Also das heißt, da kann durchaus ein bisschen Musik passieren. Und die Lufthansa fliegt nicht, aber die Austrian fliegt. Die Austrian hat aber einige sicherheitskonzeptionelle Änderungen vorgenommen an dem Ganzen. Und zwar ist es so, dass man dort nicht mehr den Flug so durchführt, dass man dort um 14:20 Uhr durchfliegt, sondern man hat den Flug verspätet oder verspätet ihn auf den Abend auf 19:35 Uhr und dann kommt man auch natürlich 5 Stunden später in Teheran an, hat aber eine kürzere Drehzeit. Das heißt also, man kann dann dieselbe Crew, die nach Teheran geflogen ist, kann dann wieder aus Teheran zurückfliegen und braucht nicht dort zu bleiben. Und das ist halt das Sicherheitsplus für die Crew. Und man muss auch natürlich sagen, man muss ja auf der
auf der Habenseite auch sagen, die Crew ist engagiert, weil die Crew, die dahin fliegt, das sind alles Freiwillige. Das heißt also, das ist jetzt nicht jemand, der sagt, ich mag nicht. Und das ist genau das Ding. Also das heißt, das ist Crew. Und daran sieht man auch, dass die Austrian Crew durchaus engagiert ist. Deshalb werdet ihr euch auch nachher wundern, was man für eine Drohung aus Frankfurt nach Wien so kolportiert. Heißt, also es handelt sich um eine Scheißhausparole, ich sage ganz dazu, Gerüchteküche, sage ich auch gleich was dazu. Auf jeden Fall ist es so, dass die Motivation der Belegschaft in dem Thema relativ gut ist und man da halt diesen Flug dann auch stattfinden lassen möchte und stattfinden lassen kann. Wenn wir uns dann weiter anschauen, das Thema, gehen wir dann mal auf das Thema Swiss-Flüge, denn die können nämlich zum Beispiel die Flüge nach Tel Aviv. Ich muss da noch Tel Aviv eintragen. Machen wir doch schnell, dann haben wir das auch nicht vergessen. Können halt nicht erweitert werden, weil die Crew da jetzt sagt, das wollen wir nicht. Heißt also, die Swiss blamet die Crew, weil sie Angst hat, dass sie nicht nach Israel fliegen können, beziehungsweise nicht erweitern können, weil sie jetzt schon Angst haben, die Flüge zu beredern mit genug Leuten. Ist halt so, dass man jetzt irgendwas einführen wollte. Ihr könnt ja auch schreiben, wenn ihr bei der Swiss arbeitet, ob das jetzt schon eingeführt ist oder ob das nur so ein Gespräch war, dass man sich, wenn man diesen Flug hat, 7 Tage vorher maximal von dem Flug entbinden lassen kann mit einem persönlichen Anschreiben und sagt, warum man da nicht hinfliegt. Ne? Die Gewerkschaft ist dann natürlich komplett gegen, weil man muss natürlich ehrlicherweise sagen, dass die natürlich, wenn man sich nicht fit to fly fühlt, dann kann man das halt sagen. Und wenn man auch psychologische Probleme hat, das, also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man da hinfliegen müsste und muss als Crew, dass man da halt dann doch eine emotionale Hemmschwelle hat. Ist ja genau wie im Teheran. Aber dadurch ist es so, dass man dort halt sagen möchte, dass man diesen Zustand halt nicht akzeptieren kann von der Gewerkschaft, dass man halt sich 7 Tage vorher von dem Flug abmeldet, weil die Fluggesellschaft halt ein Problem hat, die Flüge zu beredern. Und man muss auch auf der anderen Seite sagen, die Flüge haben ja nur eine Auslastung von 26% ungefähr. Also sie sind 74% niedriger als vor der Geschichte. Das heißt, man braucht vielleicht die Flüge denn auch gar nicht, weil die El Al zum Beispiel diese ganzen Passagiere, und jetzt fragt man, wer fliegt denn da überhaupt hin? Nee, die Leute, die da leben, fliegen raus, um vom Krieg sich zu entspannen und dann auch Geschäftsreisende. Und das ist halt wirklich so. Oder Leute, die Freunde und Verwandte besuchen. Und die El Al, das hatte ich ja auch erzählt, haben da ja auch die Möglichkeit, deshalb relativ viel Geld zu nehmen. Und die haben zurzeit ein gutes Geschäft, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Und ob die Swiss jetzt wirklich gebraucht wird, um da rein zu rauszufliegen, weiß ich ehrlicherweise auch nicht. Finde es nur spannend, dass man auf der einen Seite Flüge freiwillig macht, auf der anderen Seite dann wieder solche Hintertürnummern macht, um da dann Druck auszuüben. Und das finde ich dann wieder nicht in Ordnung. Ja. Jetzt kommen wir auf das Thema Austrian Airlines Gerüchteküche. Und ich trage erstmal, wo ist denn jetzt meine, da ist es, ist meine Maus. Da trage ich doch erstmal die Uhrzeit ein und dann gehen wir mal auf die Gerüchteküche. Und da gehe ich auf mein Handy und da habe ich gestern Abend von zwei unabhängigen Quellen zwei Nachrichten bekommen. Und zwar die eine Nachricht, ich paraphrasiere, dass es kräftig rumort in der Austrian Airlines wegen der Streiks. Die neuen 787 sollen noch nicht mal lackiert werden und kommen retour zur LH. 100 Personen, Stellenabbau, Übernahme einiger Strecken dann durch Eurowings. Und Carsten S. aus M will allen zeigen, was man davon hat, wenn man zu viel streikt innerhalb der LH Group. Und dann weiter ist es halt so, dass dieser Plan dann in Aktion treten soll, wenn man sich für einen Streik entscheidet. Das heißt also, da wird dann halt was gesagt. Und was wichtig ist an dieser Seite, ist halt, dass der erste Dreamliner ja gekommen ist. Und Umlackierung ist erstmal gestoppt. Ich bin mal gespannt, ob sich das bestätigt. Denn es geht weiter. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass die Piloten da, glaube ich, auch eine Gehaltserhöhung fordern, die nicht ganz so okay ist, 40% oder was, wird, also kriege ich hier geschrieben, und das ist halt pervers gestört. Zitat. Und weiter geht es so, dass man dann natürlich sehen muss, dass die Austrian damit nicht profitabel ist. Interessant ist es halt auch so, dass irgendjemand auch geschrieben hat, ja, gestern noch,
Man muss die Austrian Airlines neu denken, hatte Annette Manja gesagt. Ja, das heißt, man muss das so neu denken, dass es Austrian Airlines nicht mehr gibt. Das ist jetzt aus einem anderen Kontext. Fand ich auch interessant. Und außerdem sagt er auch, dass die Stimmung in Österreich daher auch gerade nicht so pro-gewerkschaftlich ist, weil es auch nicht fair den anderen gegenüber ist. Und das muss man halt dann auch der Ehrlichkeit halber sagen. Ja, das aus der Gerüchteküche, dass die Lufthansa da dann knallhart vorgeht und da halt ein Exempel statuieren möchte an den Leuten bei Austrian, wenn sie da anfangen zu streiken. Das möchte man halt einfach unterbinden. Und was auch ganz wichtig ist an dieser Stelle, eure Meinung. Und zwar, was denkt ihr dazu? Und zwar ist es so, was macht ihr aus den Gerüchten um Austrian Airlines? Sagt ihr, das ist möglich oder ist das einfach nur so ein Drohszenario, was dann so aus Frankfurt aufgebaut wird, damit die Leute Angst bekommen? Und das andere ist halt wirklich, ist das dann halt auch konsequent von Carsten S aus M, Name der Reaktion bekannt, nicht geändert? Und ihr müsst da halt auch sehen, ob das wirklich zum Betriebsfrieden und vom Betriebsklima dann irgendwie passt. Ich persönlich, wenn es wahr sein sollte, finde das durchaus verwerflich. Und ich habe das auch noch mal an anderer Stelle besprochen mit jemandem von einer anderen Fluggesellschaft. Und mir wurde gesagt, also wenn wir innerhalb unserer Fluggesellschaft mit einer anderen Fluggesellschaft im Konzern gegeneinander ausgespielt werden, war in dem Fall nicht Lufthansa-Gruppe, dann müssten eigentlich alle streiken. Und das ist halt genau das Thema, dass man halt die 787 dann wieder zur Lufthansa zurückbringen würde. Damit wäre halt auch der Erneuerungsprozess der Austrian komplett gestoppt. Und was auch krass ist an der Stelle, das muss man auch sagen, dann Flüge mit Eurowings fliegen lassen. Also da würde ich dann hoffen, dass die Eurowings konsequent ist und sagt, nee, das wollen wir nicht. Oder das Personal einfach sagt, nee, das bereden wir nicht. Sorry, machen wir nicht. Geht nicht. Also da bin ich mal wirklich gespannt auf eure Meinung. Was haltet ihr davon? Oder sagt ihr, na, das ist eine Scheißhausparole. Ich möchte jetzt nicht das sagen, was der Österreicher sagt dazu. Aber ansonsten an dieser Stelle wie immer, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren. Aber auch ganz, ganz wichtig, eure Meinung. Das ist das, was zählt. Und ich freue mich, von euch zu lesen. Also Kanal abonnieren, Glocke, Like und dann natürlich eine Kanalmitgliedschaft, wenn ihr uns unterstützen wollt. Und unter der Nummer unterstütze ich euch, wenn ihr Fragen, Sorgen, Ängste oder Nöte habt. Also, in dem Sinne, bis dann, tschüss und für euch jetzt der Abspann. Wir sind ja auch schon wieder über 20 Minuten. Also, bis dann, ciao. Musik